Herzlich willkommen bei Menschenrecht TV. Ich habe hier mein Handy. Auf meinem Handy ist gestern angerufen worden um 16.15 Uhr. Und da ich an das Telefon nicht rangehen konnte, weil ich ein anderes Gespräch hatte, habe ich dann unmittelbar das Gespräch abgebrochen und habe dann diese Gespräche nachher geführt. Und zwar 16, 17, 16, 17, 16, 18 und so weiter und so fort. Und das ist diese Nummer, die mich angerufen hat. Jetzt rufe ich mal diese Nummer an und dann könnt ihr sehen, wir haben jetzt heute 19 Uhr und zwar, es ist der 8. Januar 2019. Jetzt rufe ich diese Nummer mal an und dann schauen wir mal, was dann passiert unter dieser Nummer 030 39 04 0026. Seht ihr das? Diese Nummer hat mich angerufen. Und wenn ich jetzt anrufe, heißt das, ihr Anruf ist nicht erwünscht. Jetzt mache ich das nochmal. Also, es ist unmöglich, dass ich eine Kommunikation mit dieser Telefonnummer aufrufen kann. So, ich breche das jetzt mal hier mal ab, damit ich zeigen kann, was diese Nummer auf sich hat. Ich habe diese Nummer. Jetzt gib mir mal eine andere Telefonnummer, bitte. Ein anderes Telefon. Jetzt wähle ich diese Nummer an. Das ist einer unserer zentralen Nummern. 0 3 0 3 9 0 4 0 0 2 6. Das ist dieselbe Nummer, wie ich da wähle. Und diese Nummer wähle ich jetzt mal an und dann schauen wir mal, was dabei passiert. Also diese Nummer existiert, diese Nummer wird angenommen. Man sieht das. Ich kann jetzt mal die Nummer wieder ausschalten und wieder wiederholen. Das ist die Nummer 030 390 400 26. Das ist die Nummer. Jetzt das Problem ist, diese Nummer gehört der Schweizerischen Botschaft. Diese Nummer habe ich gewählt, weil ich einen Anruf bekommen habe auf mein Handy und mein Handy ist für die Schweizerische Botschaft gesperrt. Der Grund ist, dass wir von der Schweizerischen Botschaft eine Nachricht erwarten. Das heißt, die Schweizerische Botschaft sperrt hier Telefonanrufe, Telefonate, wozu sie verpflichtet ist, sie anzunehmen. Nach dem Genfer Abkommen 4 ist sie verpflichtet, mit uns zu kommunizieren. Ich führe das jetzt nochmal vor. Christian, setz dich mal hier vorne bitte nochmal hin. Ich mache das jetzt nochmal anders, dass wir nochmal uns verständigen, wie das hier läuft. Man sieht hier, nehme mal das Bild mal raus. Ich nehme mal das Bild mal raus. Ich versuche jetzt dieses Bild nachher reinzubringen. Christian, wir versuchen schon seit überletzten Freitag, wir haben jetzt Dienstag, ein Fax an die Schweizerische Botschaft abzuschicken. Wir sehen hier AMD Fax von 860 143 auf die Faxnummer 030 391 11030 zu schicken. Ja, das sind etliche raus, aber das sind etliche raus, aber es ist bisher keins drangegangen. Ständig kommt die Fehlermeldung Leistungsunterbrechung, was doch sehr komisch ist, weil ich mit der Frau dann später telefoniert habe, ob bei ihnen das Fax kaputt ist. Und sie meinte, es wäre alles in Ordnung. Sie hätte gerade eben noch ein Fax gekriegt Also, und hier sind die ganzen Faxprotokolle, die wir geschickt haben, die wir an die Schweiz schicken, an die Schweizerische Botschaft, weil die müssen mit uns
diplomatische Kommunikation betreiben. Und obwohl der gute Herr mich angerufen hat und ich kann auch entsprechend auch hier die E-Mail-Verkehr zeigen, ist mein Telefon für die Schweiz, für die Schweizer Botschaft gesperrt. Und das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Wiener Abkommen und das Genfer Abkommen 4. Es ist unvorstellbar, was hier eigentlich die Schweiz sich erlaubt. Na gut, in dem Zusammenhang habe ich mit dem Herrn von der Schweizerischen Botschaft, mit dem Vize-Botschafter gesprochen, der mir dann erklärt hat, dass unsere Organisation und mein Name unheimlich bekannt ist, dass sie die Leitsätze kennen. Und er ignorierte, er schwor darauf hin, ich kann das ja nur so wiedergeben, er schwor darauf hin, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht im Kriegszustand wäre und deswegen das Genfer Abkommen 4 für die Bundesrepublik Deutschland nicht gelte. Ich habe ihm gesagt, dass es sich hier nicht um Kriegszustände handelt, nach dem Genfer Abkommen 4, sondern es handelt sich ja hier ausschließlich um, es handelt sich ja um bewaffnete Konflikte, die hier entstehen dadurch, dass die Menschen nicht mehr zahlen können, nicht mehr zahlen wollen oder wie auch immer, weil das im Genfer Abkommen anders geregelt ist. Und also es steht ja im Artikel 132, wenn die Gründe der Internierung entfallen, dass also jemand nicht mehr an das System glaubt, dann müssen diese Menschen freigelassen werden. Auf sämtliche Fragen, die ich ihm gestellt habe, hat er keine Antwort. Alles, worauf er das Ganze reduziert hat, war, dass Deutschland sich nicht im Krieg befindet. Richtig. Und das sind, wir sprechen ja auch nicht vom Krieg, dass also zwei Staaten miteinander irgendwelche komischen Jokes hier machen, mit Raketen hin und her schießen, sondern es geht hier darum, dass hier intern bewaffnete Konflikte sind, und zwar gegen Zivilisten. Ich habe ihm erklärt, dass Genfer Abkommen 1 bis 3 handelt zwar von Krieg zwischen Staaten, aber das Genfer Abkommen 4 handelt von Zivilisten in Staaten, die dann in bewaffnete Konflikte des Landes geraten. Er hat mir auch gesagt, er hat keine Ahnung, was ein Binnenflüchtling ist. Binnenflüchtlinge sind alle Menschen, die zu uns kommen und sich von diesem System trennen wollen. Sie wollen hier nicht mitmachen. Das heißt, die Leute, die hier zahlen und zahlen und zahlen, sind hier keine Binnenflüchtlinge, weil sie ja das System ja bezahlen, um Frieden zu bekommen, aber nicht frei sind. Deswegen ist ja Artikel 132 Freilassung, Heimschaffung und Hospitalisierung. Und das ist das Problem. Also, ich habe dieses kurze Video gemacht, sonst wird das mir hier keiner glauben. Ich würde auch gerne über den Inhalt des Telefonates hier sprechen, aber da müssten wir vielleicht den Herrn nochmal einladen, dass er mit uns spricht. Ihr könnt ja, falls jemand hier irgendwie, ich sag mal, auch nur den geringsten Zweifel hat, wir haben die Telefonnummer gezeigt, könnt ihr selber anrufen und ihr werdet feststellen, dass dies die richtige Telefonnummer ist und dass dieser Mann alle Menschenrechtsopfer in der Bundesrepublik leugnet. Er leugnet hier auch, dass hier Menschenrechts, also dass hier auch das, der Zivilschutz nicht funktioniert. Er leugnet alles ab. Ich habe mit ihm ein längeres Gespräch geführt und ich muss ehrlich sagen, ich war danach ziemlich erschöpft, ich war erschöpft nach diesem Telefonat. Es sind hier, ich sehe das hier gerade, da wo der Pfeil ist, da hier oben ist der Pfeil. Kleinen Moment, hier oben ist der Pfeil, also die Markierung, und da ist die Nummer von mir gewählt worden, und zwar um 16.17 Uhr. Die Uhr auf dem PC läuft ein bisschen anders aus als auf dem Handy, und 16.39 Uhr. Also ich habe mit dem Herrn 19 Minuten 24 gesprochen und nochmal 4 Minuten 30, weil er das Telefon aufgehängt hat. Das sind diese schlechten Marotten, die haben. Und ich habe, also dem zuvor gingen etliche Schriftwechsel, in dem er sich dazu äußern sollte, wie das Genfer Abkommen 4 von ihrer Seite aus organisiert ist, weil hier nichts funktioniert.
Das heißt, niemand in den sogenannten Behörden, in den Stellen kennt das Genfer Abkommen 4 und niemand, aber auch wirklich niemand, interessiert sich dafür, weil solange sie sich nicht interessieren, solange brauchen sie auch nichts tun. Ich werde jetzt diese Tatsachen, diese Berichte, diese Protokolle, also ihr seht das auch, dass bei uns jedes Telefonat protokolliert und auch entsprechend dokumentiert wird. Aber wir können ja nichts anderes, denn wenn jemand dauernd wegläuft, da müssen wir ja nun zusehen, wie wir natürlich dann unsere Sachen regeln. Wir haben da etliche Probleme, die nicht beseitigt werden können. Vielmehr würden statt Demonstrationen und Marschieren und Diskutieren vielleicht mal Anrufe bei der Schweizer Botschaft was bringen, dass die Botschaft mal sich mal drüber überlegt, warum das Genfer Abkommen 4 nicht eingehalten wird. Wir haben also, die Frage lautete auch an den Botschafter, welches Gericht zuständig ist, wenn positive Vertragsverletzungen des Genfer Abkommen 4 festgestellt werden. Und ich habe ja mit ihm, also jedes vernünftige Gespräch, jeder vernünftige Tonwahl war eigentlich für die Katz. Also es ist egal, was wir sagen, es ist egal, was wir hier tun. Hauptsache, lasst mich in Ruhe, ich leugne alles ab und mich interessiert das nicht. Aber er hat in den E-Mails schon bereits angekündigt und auch geschrieben, hattest du es gesehen, dass die Leitsätze, also das, was ich bis jetzt geschafft habe, das, was wir hier machen, dass ihnen das alles bekannt ist, dass ich völkerrechtlich auch berechtigt bin, das zu machen. Sie kennen die Organisation, sie wissen das und sie handeln komplett dagegen, gegen das Völkerstrafgesetzbuch, indem sie Operationen und Embleme quasi behindern, in unserer Arbeit behindern. Ich mache das nicht alleine deswegen, weil ich angeblich Leute ärgere, sondern ich mache das, weil viele Menschen zu uns kommen, um Hilfe zu bekommen. Ich möchte euch bitten, dass ihr bitte spendet. Spendet für euch. Wir können euch keine Waschmaschinen verkaufen. Spendet für euch. Und das ist nur ein Auszug aus der Telefonliste, was hier so passiert. Wir versuchen so gut wie möglich hier Videos zu machen, so gut wie möglich die Menschen aufzuklären. Und spendet bitte, weil wir hier sehr große Ausgaben haben in dieser Zeit und wir haben im Moment auch einen Bedarf an Finanzmitteln, um für euch die Sachen zu organisieren. Es finden diese Wochen Sondierungsgespräche im Ausland mit ausländischen Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und so weiter und so fort. Und da möchten wir euch bitten, dass ihr ein bisschen spendet, damit wir ein bisschen Spesen haben, um dieses dort entsprechend durchzuführen. Und zwar so, wie es angemessen ist, dass wir jetzt nicht mit Schlips und Krawatte in Bus und Bahn und mit Fahrrad dahin fahren, sondern dass wir vielleicht auch mal mit dem Auto hinfahren können und so weiter und so fort. Und wir werden für euch in der nächsten Zeit auch etwas präsent haben, dass die sogenannten Logos und die entsprechenden Embleme fertig sind. Und diese Bestellungen sind alle aufgegeben. Es würde sehr gut sein, wenn ein bisschen mehr Spenden reinkommen, damit das auch finanziert werden kann.